Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ja, ich dachte mir, ich nehme euch heute mit. Ich sage das aber gleich im Vorhinein, weil ich das nicht angucken will, höchstwahrscheinlich den ganzen Tag zu Hause. Also außer, dass ich vielleicht noch schnell einkaufen gehe. Ja, einfach weil ich krank geschrieben bin und ja, deswegen nicht unbedingt rausgehen sollte und mich erholen sollte und so Sachen. Also ich hätte, auf Instagram habe ich euch da mitgeteilt, also ihr könnt mir da gerne folgen. Was passiert ist, ich hatte Montag Blutungen bekommen, relativ starke Blutungen und auch frische. Das klingt jetzt für euch ekelhaft, aber halt, ne? Ja, deswegen hatte ich mega Angst. Ich habe mich so erschrocken. Ich bin dann sofort ins Krankenhaus. Und ja, es war... Meine Kaffeemaschine geht gerade aus. Im Krankenhaus dann angekommen, war alles in Ordnung. Gott sei Dank. Und ja, dann bin ich auch, das war Montag, dann bin ich am Dienstag auch arbeiten gegangen. Hab drüben mit meinen Kollegen natürlich darüber gesprochen und alles. Und dann haben die alle gemeint, auch meine Chefin und so, geh nach Hause, was machst du hier und hin und her, ne? Dann bin ich am Mittwoch, also gestern, zu meiner Frauenärztin nochmal hin und ja, die hat auch gemeint, es sieht alles in Ordnung aus, ich brauche mir keine Sorgen machen und ich soll mich einfach nur mal eine Woche erholen. Und deswegen bin ich jetzt krankgeschrieben bis Dienstag. Mir geht es auch soweit ganz gut, also ich kann mich nicht beschweren. War auch eigentlich relativ entspannt bis jetzt die Schwangerschaft, also die Übelkeit und so ein bisschen diese Wehwehchen, aber das zähle ich jetzt nicht so als so schlimm. Na, vielleicht die Übelkeit ein bisschen, aber das kann man überhaupt nicht so vergleichen, dass das extrem jetzt irgendwie war. Das ist jetzt das Erste, was ich so erlebt habe, aber ja. Ich habe mich echt erschreckt. Also ich habe mich wirklich erschreckt. Ihr versteht das wahrscheinlich eh alle und oh. Auf jeden Fall bin ich jetzt zu Hause, habe mein Kind auch in den Kindergarten gebracht. Also in der Kinderkrippe, damit ich mich einfach erholen kann. Sie war gestern zwar mit mir zu Hause, war auch gestern mit mir beim Frauenarzt und alles, aber es ist trotzdem anders, wenn sie zu Hause ist. Da kann man nicht unbedingt sitzen und sich ein bisschen die Beine hochlegen. Ich werde jetzt nicht nur rumgammeln, das so bin ich nicht. Und hat die Ärztin auch gemeint, du musst jetzt nicht nur liegen oder so. Auf keinen Fall, ist jetzt nichts Dramatisches oder Schlimmes, ne? Gott sei Dank, Gott. Aber trotzdem soll ich mich öfters mal hinsetzen. Und es ist auch schwer so mit einem Kind. Deswegen habe ich sie gleich in die Kinderkrippe geschickt. Sie hat sich sehr gefreut. Und ich werde, jetzt muss ich noch eine Firma anrufen. Und dann werde ich hier ein bisschen aufräumen. Ihr seht, hier ist ein Polster am Boden. Hier ist die Decke so ein bisschen durcheinander. Ich habe auch Fernsehen angemacht, was ich eigentlich selten mache. Ich dachte, Sarah und Pietro, die Wiederholung kommt vielleicht jetzt in der Früh. Aber sieht nicht so aus. So, Telefonat erledigt. Dann sollte ich mich jetzt mal erholen. Aber irgendwie geht es mir wirklich gut. Aber ich darf wirklich... Leider bin ich in dieser Schwangerschaft so, dass ich nicht so auf mich achte. Wie soll ich sagen? Nicht so auf mich achte, kann ich schon eigentlich sagen. Weil ich mache und tue und springe und mache da und trage herum. Und eine Frauenärztin hat jetzt gemeint... Im Normalfall, also laut so einer Vorschrift, darf eine Schwangere nicht mehr als 5 Kilo heben. Und dann hat sie das irgendwie verglichen, das sind 3 Flaschen Wasser oder so. Und ich heb mein Kind permanent. Sie meint zwar auch, man kann es nicht vermeiden, ist klar, aber man sollte wirklich so wenig wie möglich reduzieren. Ja, auf jeden Fall. Jetzt jammer ich nicht herum, habt ihr schon gesehen? Unsere Nikolaus... Dinger da. Dann mache ich hier immer abends dann das Licht an. Wartet mal, bis ich da hier den Stecker finde. Jetzt. Na, das sieht man nicht so extrem in der Kamera. Aber die leuchten natürlich. Im Dunkeln sieht man es dann noch besser. Und der sieht so schief aus. So sieht es auf jeden Fall aus. Hier unten habe ich ein Kunstding da, ne? Wie heißt das? Stern? Wie nennt man denn die? Ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Teile, ne? Ja, das ist das. Und hier hängt der IKEA-Stern. Den schalte ich abends dann auch immer ein. Der passt hier so perfekt hin.
auf die Gardinenstange. Aber wenn man das jetzt eh nicht sieht, machen wir das aus. Ihr werdet also heute nur mich sehen. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass Lea gar nicht dabei ist. Ich weiß, viele gucken gern mit meinem Mäuschen die Videos, aber ja, heute ist sie nicht dabei. Ich habe hier auch so ein Bild, das ich aufhängen möchte. Ah, ihr habt mir so viele Tipps gegeben damals wegen meinem Wohnzimmer. Dafür möchte ich mich wirklich sehr bei euch bedanken. Es kamen wirklich Sachen bei... So, Speicherplatz war voll. Ein paar Videos löschen müssen da drauf. Auf jeden Fall habt ihr mir mega viele Tipps gegeben bezüglich meinem Wohnzimmer und so. Also Sachen, da wo ich mir gedacht habe, auf das wäre ich ja nie gekommen. Auf jeden Fall war ich eigentlich so anti-Teppich so. Da habt ihr mir auch geschrieben, auf jeden Fall ein Teppich, der wärmt auf jeden Fall das Zimmer auf. Und deswegen gibt es hier jetzt einen Teppich. Tut mir leid, es ist noch nicht so richtig aufgeräumt. Ich habe mir so einen Mokka-Teppich bestellt bei Amazon. 50 Euro hat er gekostet, wenn es interessiert. Vielleicht verlinke ich den auch, wenn es mir einfällt. Auf jeden Fall, den habe ich dazu gekauft. Der ist doch auch recht groß, wie man sieht. Das ist auch wirklich, es wertet dann schon ein bisschen auf. Also es sieht dann viel wärmer aus. Hier oben habe ich mir jetzt noch einen Spiegel bestellt. Weil Bilder finde ich sehr schwer. Ich bin eine Person, ich... Mir gefällt nicht lange etwas. Und wenn ich mir jetzt ein Bild aussuche, was mir jetzt im Moment gefällt, ich dachte mir, ich habe so ein Buddha-Bild gesehen, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, aber ich denk mir dann, was ist dann in ein paar Monaten? Ich muss immer auf mich halt gucken, weil ich so bin, so immer mal jeden, am liebsten würde ich jetzt schon wieder alles umstellen. Ich wollte Leas Zimmer schon umstellen, aber dann habe ich mir gedacht, warte ich noch, bis das Baby da ist und alles, ne? Deswegen kommt hier ein Spiegel, weil das ist sowas Zeitloses, das ist sowas, ja, Standard, ne, irgendwie. Deswegen kommt da so ein silberner Spiegel, so ein relativ großer. Und dann habt ihr mir noch empfohlen, eine Lampe. Würde ich auch schön finden, nur ich muss jetzt mal gucken, ob es nicht zu viel wird. Also wenn das, ich mag es trotzdem nicht so überfüllt. Ich finde, das sieht schon so ein bisschen überfüllt aus. Ich bin so, ich kann es auch nicht ändern. Und ich habe ja auch dieses Bild da, ne? Also ich habe mir einen Bilderrahmen im Ikea gekauft, so ein silberner Bilderrahmen, und habe mir selber dann so ein Bild ausgewählt und ausgedruckt in Schwarz-Weiß dann. Und das ist dann, ja, das ist die... Kroatien ist das, Dubrovnik halt die Stadt, ne? Und das sieht man eigentlich sofort, die meisten halt, die Kroaten sehen eigentlich, dass das Kroatien ist. Das habe ich sehr, sehr schön gefunden, habe mir überlegt, aber da warte ich jetzt auf jeden Fall noch, bis der Spiegel ankommt, ob ich das dann irgendwie, weiß nicht, daneben oder hier vielleicht oder hier könnte auch sehr schön ausschauen. Aber ich muss gucken mit dem Spiegel, deswegen hänge ich das noch nicht auf, beziehungsweise, ja. Und ja, eine Lampe ist mir empfohlen worden, genau, da muss ich noch gucken, wie schon gesagt, ob es zu viel wird. Ansonsten kommt die Lampe vielleicht noch, so eine schöne, ich habe eine wirklich schöne in Ikea gesehen, die ist so ein bisschen Gold, die würde vielleicht nicht so ganz gut da reinpassen, mal gucken. Dann haben manche gesagt, Weihnachtsdekoration, ich weiß, aber Weihnachtsdekoration, da kommt auch der Baum hin, aber das bleibt ja nicht für immer. Aber Weihnachtsdekoration wird jetzt wenigstens über die Weihnachtszeit dann das schön aufwerten, weil ich finde das auch sehr hübsch. So, jetzt habe ich echt viel gequatscht mit euch. Das ist übrigens unser Adventskranz. Den kennt ihr ja auch schon von den Jahren zuvor. Unser Adventskranz, ne? Den haben wir schon... echt lange, also ich bin mit meinem Mann seit 2010 zusammen und zusammengezogen sind wir 2011, glaube ich. Das heißt, irgendwie in dem Jahr haben wir uns bestimmt den ersten Adventskranz gekauft und es war dann der. Das heißt, der ist jetzt schon 5 Jahre alt, also das wird jetzt das 5. Jahr. Wahnsinn, oder? Aber es sieht noch ganz wirklich gut in Schuss aus, finde ich. Also mir gefällt der noch immer. Aber ich glaube, nächstes Jahr wird es dann mal ein neuer
einfach nur zur Abwechslung, obwohl der ganz okay ist. Vielleicht hier die Blumen nicht mehr so frisch aussehen, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall, eins haben wir schon angebrannt natürlich oder angezündet. Oh, ich habe mir auch mein Ding, Kissen, mein Stillkissen, mein Lagerungskissen, wie auch immer man das nennt, aus dem Keller endlich geholt und es wird drum gestritten. Mein Kind gestern, sie wollte unbedingt drauf liegen. Am Abend, wo wir hier so gekuschelt haben und alles gelegen sind, wollte sie drauf liegen und ich wollte auch. Ich habe ihn natürlich ihr dann überlassen, aber ich habe schon überlegt, mir noch einen zweiten zuzulegen, weil sie findet das auch voll bequem. Oder liegt es daran, dass das so raschelt? Ich weiß nicht. Wenn ich mir einen zweiten zulegen würde, würde ich mir diesen mondartigen, also dieses graue, das ist noch viel weicher als das, zulegen. Aber mal gucken. Was werde ich jetzt machen? Essen? Ich habe gestern gefüllte Paprika gemacht. Da haben wir noch genug davon. Da werde ich mein Kind nach dem. Okay, sie wird mit zum Mittagessen in der Kinderkrippe. Aber da werde ich ihr ein Schüsselchen wegpacken und den Rest kann ich dann aufessen. Mit gefüllter Paprika, mit Kartoffelpüree. Wisst ihr, wie lecker das ist? Aber ich habe gefrühstückt. Ich habe mir zweimal so ein Schwarzbrot gemacht und mit Butter und Käse drauf. Das habe ich gegessen und eine Tasse Kaffee. Hab noch einen Tee, wollte ich mir machen, genau. Morgen drehe ich mein Schwangerschaftsupdate, erzähle ich euch nochmal alles genau im Detail, wie das passiert ist. Und auch zur letzten Woche. Letzte Woche war ja die Woche 13. Also ich komme morgen in die 16. Woche. Wahnsinn, 15 plus 0 bin ich morgen. Und ich erzähle euch von der 15. und 14. Woche, genau. So, ein Video werde ich noch online stellen. Das ist schon längst hochgeladen, aber ich habe es noch nicht online gestellt. Und das war's. Wir sehen uns dann später. So, ihr Lieben, wir sitzen hier in meinem Chaoszimmer. Wir haben jetzt, glaube ich, 10:30 oder so. Ich habe vorhin ein paar Sachen am PC erledigt für die Firma von meinem Papa halt, ne? Und werde jetzt hier, wir haben Lea eine Kinderküche gekauft. So sieht die aus. Sieht eigentlich fast gleich aus wie die von Ikea, oder? Guckt mal. Ihr seht es ein bisschen so schief, aber ich glaube nur, dass hier halt auch passendes Zubehör dabei ist. Also zwei Töpfe und drei Dinger dann. Ich glaube, die von Ikea leuchtet auch. Soviel ich es gesehen habe, die von Ikea kostet um die 100 Euro. Jetzt ist sie in Aktion. 89, also was wollte ich sagen, wer sie gerne hätte. Ja, wir haben unsere im Hofer gekauft. Die kam jetzt am Montag, kam sie in den Hofer, Montag den 28. Und ja, da haben wir die gleich zugeschlagen und finde ich mega, mega süß. Ja, die bekommt sie dann zu Weihnachten von uns. Ich habe ihr, wartet mal, zum Nikolaus habe ich ihr Kikaninchen gekauft. Ja, sie guckt es wirklich sehr gerne. Ja, Kikaninchen. Der hat Plüschfigur 10 € gekostet. Geht auch. Wird sie sich, glaube ich, sicher drüber freuen. Und mal gucken, vielleicht gibt es noch so Kleinigkeiten. Zum Nikolaus, ich habe ihr Adventskalender recht gut befüllt, muss ich sagen, beziehungsweise recht teuer. Kann ich das jetzt so sagen, damit es nicht blöd klingt, aber es sind Türchen dabei, die kosten jeweils 10 €. Also der Inhalt des Türchens. Und deswegen wird es jetzt nicht so viel zum Nikolaus geben. Wahrscheinlich das und nur so ein. Mal gucken, vielleicht so ein Stifteset. Ich habe hier zwei, einmal von Pelikan und einmal so eine No-Name-Marke. Zuerst habe ich die No-Name-Marke hier von Pagro gekauft. Und dann habe ich ein paar Tage später doch die noch mitgenommen. Ja, macht irgendwie keinen Sinn, ich weiß. Aber die Stifte kann man nie genug haben. Also sie malt ja auch wirklich sehr gerne. Und wahrscheinlich werde ich hier so eine Packung Stifte da dazulegen noch für Nikolaus. Und
Ich habe auch so ein Buch besorgt, das habe ich mich voll da reingeschlagen. Mein Fingerabdruckstempelbuch Bauernhof. Also da kann man Tiere so mit Fingerabdrücken malen. Für Kinder ab 3 Jahren ist von, kostet 7,99, ich weiß nicht, von Schwager Steinlein Verlag. Mal gucken, was ich ihr da dazu gebe. Also wahrscheinlich kriegt ihr zum Nikolaus Kaninchen, Stifte und den Weihnachtsmann, ne? Ich glaube, das wird so werden. Ich zeige euch mal, was sie im Adventskalender hat. Also sie ist ja ein Riesenfan von Puppen. Sie spielt so gerne mit Puppen. Und deswegen habe ich ihr so einige Sachen gekauft. Ich zeige euch jetzt nicht alles. Nur mal so ungefähr. Also ich habe hier zum Beispiel, seht ihr das? Da drinnen habe ich so ein, also ein Set für die Babyborn. Das kostet 10 €, 9 € irgendwas, ne? Was haben wir denn da? Da ist dann was Süßes auch mal drinnen zwischendurch. Dann haben wir hier ein Fläschchen von Babyborn. Dann, oder ist das von Babyborn? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall so ein Milchfläschchen, ne, wo die Milch sich auch bewegt. Das war in so einem Set, habe ich bei Amazon bestellt. Ich glaube, das ist jetzt aber nicht von Babyborn. Da gibt es zwei und einmal so ein Saft. Dann Babyborn-Schuhe. Die kosten um die 5 Euro. Sind zwar wirklich niedlich, ne? 5 €. Also ihr Adventskalender ist wirklich gut befüllt. Also nichts Günstiges, sagen wir mal. So, deswegen wird es wenigstens zum Nikolaus nicht so viel geben. Sie kriegt auch von meiner Mutter, beziehungsweise von meinen Eltern, noch ein Puppenhaus und so Sachen. Also sie kriegt echt genug Geschenke. Das reicht dann auch. Ich bin froh, dass sie endlich die Spielküche kriegt. Dann können wir die alte oben ausräumen und zur Oma bringen. Und eigentlich wollte ich ja die Spielküche einpacken. Deswegen bin ich hier. Ich habe hier Geschenkpapier, einmal rotes und einmal goldenes. Goldenes werde ich so für die Erwachsenen und rotes für. Es ist eher so kindlich, würde ich mal sagen. Da ist ein Fuchs drauf, ein Eichhörnchen, ein Schnee, Weihnachtsmann, ein Socken, ja, so Sachen, ne? Packe ich jetzt das mal ein, so sie dann, ja. Und das war's dann. Nee, bin ich so müde. Ich habe aber übrigens schon mal jetzt auch vorhin gegessen. Ich habe irgendwie extremst viel Hunger in letzter Zeit. Und hier trinke ich mein Magnesium. Das soll ich jetzt trinken, das schadet nicht. Und ich muss noch zur Apotheke, muss mir noch 2 Sachen besorgen. Jo, aber dann werde ich, das werde ich gegen 11:30 losfahren. Apotheke und dann noch schnell beim Hofer stehen bleiben und dann Lea abholen und dann nach Hause. Wird sie schlafen und dann geht es ganz normal weiter. Aber ich glaube, ich werde euch am Nachmittag dann nicht mehr mitnehmen. Das reicht, glaube ich, auch schon. Hab ein bisschen gequatscht mit euch, habe euch Adventskalender. Ich habe hier neue Kugeln. Es wird heuer bei uns rot-gold werden. Finde ich sehr schön. Normal habe ich eher so Gold, Silber, Weiß und so, ne? Aber dieses Jahr möchte ich gern Rot mit einbauen. Auf jeden Fall. Und habe auch eine Tischdecke in Rot gekauft. Ja, bin echt gespannt. Morgen kommt unser Sofa. Vielleicht nehme ich euch morgen auch ein bisschen mit. Wir haben für dieses Zimmer hier, dann werde ich dieses Zimmer endlich mal machen, ne? Nur halt muss wieder auf meinen Mann warten. Da ist jetzt hier dieses Blaue mit den Füßen da. Das ist zum Beispiel so ein Billardtisch, da muss in den Keller runter. Ja, und so Sachen. Ne? Also, hier sieht es echt schlimm aus. Aber ich mache das jetzt mal und ja.